Hallo zusammen. News Dead Winds hat mich gefragt, ob ich nicht ein Video zum Thema New York oder Parallelcompression machen könnte. Und ehrlich gesagt, bis vorhin wusste ich noch gar nicht genau, was das ist und habe mich erstmal bei Wikipedia informiert, was das denn nun ist. Und das Thema finde ich eigentlich ziemlich interessant. Habe dann auch direkt mal rumprobiert hier, wie das dann so funktioniert und so. Und ja, das Ergebnis würde ich euch gerne mal zeigen, denn ist eigentlich eine coole Technik, die man immer mal wieder gebrauchen kann. Mit der Parallelcompression kann man seine Drum Loops oder auch seine Percussion oder auch Bässe, glaube ich, sogar ein bisschen mehr ja, Power geben. Also ein bisschen mehr Fülle und ja, einfach mehr Power, dass da mehr Power hinter steckt. Und wie das genau funktioniert, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe hier mal einen kleinen Loop vorbereitet. Also die zwei Pattern hier. Ja, und das, was ihr jetzt gerade gehört habt, das war das ganz normale Signal, wie es sich normalerweise anhören würde, ohne die Parallelcompression. Ich kann das gleich ja jetzt mal mitmachen, also einmal mit, einmal ohne. Moment. So. Also einmal ganz normal. Ohne Compression. Und wenn ich gleich hier drauf drücke, ist mit Compression. Ich denke, das reicht. Vielleicht habt ihr das nicht ganz im Video gehört, aber es macht auf jeden Fall einen Unterschied, wenn ihr es selber mal nachmacht. Da wird man auf jeden Fall einen Unterschied hören. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was ich hier in diesem Projekt gemacht habe und dann können wir es gleich mal noch neu machen mit einem einfacheren Loop. Und zwar habe ich hier die ganzen Kanäle, die ich hier verwendet habe, in den Mixer geladen. Das sind die hier alle. Und hier vorne auch noch die. Und dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr die nicht in den Master schickt. Normalerweise, wenn ihr einen ganz normalen Kanal habt, sieht das so aus hier vorne. Das wollen wir nicht haben. Ihr wollt also, dass das Signal nicht direkt in den Master geht, sondern erst in den Compression-Kanal. Das heißt, der Kick geht direkt in den Compression-Kanal und in den Dry-Kanal. Das gleiche mit dem Kick und mit dem und mit allen anderen Samples auch. Die gehen alle nicht in den Master, sondern nur in diese beiden Kanäle. Das heißt, wenn wir jetzt einmal den Kick spielen, wird er in beiden Kanälen ja, abgespielt. Das ist die erste Sache. Jetzt können wir in dem einen Kanal halt die Compression anwenden und parallel dazu, deswegen ja auch der Name, dann ganz normal das Signal laufen lassen, so wie es sich normalerweise anhören würde. Was bringt denn das nun eigentlich? Also hier in dem Compression-Kanal, da wird das Signal, was von diesen ganzen Dingern hier alles da ankommt, das Signal wird ziemlich stark komprimiert, also sehr stark komprimiert. Und der Lautstärkeverlust, der wird dann durchs Gain wieder aufgehoben. Also es sieht dann so aus. Wir haben hier einen sehr starken Kompressor, minus 30 Threshold, 20 zu 1 Ratio und 20 Dezibel Gain. Also das machen wir alles wieder lauter. Attack auf 0 Millisekunden, damit der Kompressor direkt anfängt und Release auf ungefähr 500 Millisekunden. Den Type könnt ihr auch nochmal rumprobieren, was da am besten klingt. Threshold, Ratio, das könnt ihr alles ändern nach Belieben. Das ist jetzt nur so ein grober Richtwert. So, also ohne das Gain, was wir hier haben, würde sich das Ganze so anhören. Ups. So. Also jetzt mal nur der Compression-Kanal ohne Gain. Ist sehr leise, weil wir ja das Signal total gestaucht haben, komprimiert haben. Deswegen machen wir es jetzt mal lauter. So,
Ja, was bewirkt das jetzt eigentlich? Wir haben also unser Signal aus den ganz verschiedenen Dingern hier zusammengemixt, eine Welle quasi, und komprimieren die, sodass die Welle überall ungefähr gleich laut ist. Dann sind wir quasi überall auf einem Level und haben keine Peaks mehr. Dann wird hier mit diesem Gain-Regler das leise Signal, was wir dann haben, also das Komprimierte, wird wieder angehoben. Das bedeutet also, jeder Kick und jede Snare ist im Endeffekt ein bisschen lauter, aber man hat trotzdem keine Peaks. Allerdings hat das Ganze auch einen Nachteil, und zwar hat man dann keine richtige Dynamik mehr. Also die geht natürlich ein bisschen verloren, die bleibt auf der Strecke, dadurch, dass wir ja alles anheben. Hier haben wir dann die Power drin und in dem Kanal haben wir die Dynamik drin. Ist aber nicht so viel Power dahinter. Und die beiden Kanäle lassen wir dann parallel laufen und die beiden Kanäle gehen dann in den Master rein. Und hier ist dann das Endprodukt. Worauf ihr auf jeden Fall achten müsst, ist, dass in diesen beiden Kanälen genau das gleiche drin ist an Plugins. Das heißt, ja, also für das Plugin, um das durchzuführen, braucht der Rechner ja eine bestimmte Zeit und um das durchzuführen nochmal eine bestimmte Zeit. Und wenn er das halt durchlaufen hat, dann wird das Signal ausgegeben. Das gleiche hier. Und wenn der hier jetzt aus wäre oder wenn das nicht da wäre und der schneller wäre, hier, dann würde das Signal minimal eher kommen und sofort danach kommt dann das Signal. Und dadurch kommt es ein bisschen zu Verzerrungen und das hört man auch. Ich spiele mal beide ab, beide Kanäle und lasse mal diesen Kompressor hier aus. Und dann werdet ihr den Unterschied hören, hoffentlich. Ohne, und jetzt mach nochmal an. Achtet besonders mal auf die Snare, da hört man das ganz deutlich. Und das liegt nur an der Verzögerung. Ich habe hier auch nichts eingestellt, das ist ganz normaler Standardkompressor. Es liegt einfach nur daran, dass der hier schneller ist als bei diesem Signal und dann dieser. Ja, es ist schon wie so ein Hall-Effekt quasi, dass dieser entsteht. Also merkt euch, wenn ihr hier irgendwas einstellt in diesem Kanal, dann macht das hier auch, obwohl ihr ja gar nichts ändern müsst, aber die Plugins müssen die gleichen sein. Ich zeige euch jetzt mal ganz schnell, wie man das alles einstellt, hier mit dem Master und so, mit dem Routing. Und ja, fangen wir nochmal eben ganz schnell an. Gut, und ja, ihr kennt das, ganz normaler Standard-Mixer hier jetzt und. Jetzt machen wir einen richtig einfachen Loop. Ein Standard-Loop. Einfach nur ja, zum Zeigen, zum Präsentieren. Okay. Jetzt laden wir hier die Sachen rein. Haben den Kick. Auf den ersten Kanal. Na. Ist, glaube ich, eh schon, ne? Ja. Ist der dritte, aber egal. Und die Snare auf dem vierten. Auch wenn die schon standardmäßig drauf sind, jetzt haben wir wenigstens die Namen drin stehen. Und jetzt machen wir mal hier den zehnten, einfach mal den Compression-Kanal. Und bei der 11 machen wir einfach mal das Dry-Signal. Also das normale, ohne dass sich irgendwas ändert. Jetzt. Beim Kick. Wie geht man da vor? Wir nehmen also hier den Master raus und schicken in den Compression rein und in Dry. Das gleiche mit der Hat, mit der Hi-Hat, Compression, Dry und mit der Snare auch nochmal. Und so macht ihr es einfach mit jedem Teil, was ihr haben wollt. Gut. Im Moment ist unser Signal also doppelt so laut, wie es eigentlich sein sollte, weil ja zweimal das Signal in den Master geht. Hier jetzt nochmal einen parametrischen Equalizer rein, kann man ja immer noch mal gebrauchen und einen Kompressor und hier wie gesagt stark komprimieren. Ich mache jetzt ungefähr wieder 30, minus 30. Starke Ratio, also damit die Kompression auch stark ist. Release ungefähr auf ja, 500 so und wieder lauter machen.
Hier wieder die gleichen Sachen rein, wie gesagt. Ja, wenn wir jetzt nur mal das komprimierte Signal hören, dann ist da echt nicht mehr so viel Dynamik drin, weil ja alles komprimiert wurde. Im Vergleich zu dem hier. Dafür hat das Signal hier mehr, ja, Power als das hier. Und beide zusammen dann das hier. Ich fand, bei dem anderen Beat hat man es ein bisschen besser rausgehört, weil da einfach mehr Instrumente waren. Ja, aber das ist die eigentliche Technik. So könnte man es machen. Wie gesagt, habe ich mich selber heute erst mit dem Thema befasst und es kann sein, dass man den Kompressor doch ein bisschen anders einstellen muss oder noch ein paar Sachen mehr machen muss. Aber wie es erstmal grundsätzlich hier mit diesen Einstellungen, also mit dem Routing geht, im Mixerkanal, also hier. Diese Einstellung mit diesen Pfeilen, das wird schon richtig sein, denke ich mal. Falls ihr noch mehr darüber wisst, dann schreibt es doch in die Kommentare, dann kann ich selber auch noch ein bisschen lernen und ja, ansonsten bis die Tage und tschö.